Das ist ein gutes Thema. Also normalerweise, man sollte stets versuchen, islamische Kleidung zu tragen. Man sollte aber trotzdem, wenn, wie zum Beispiel heute, normalerweise laufe ich auch mit islamischen Klamotten, aber wenn ich jetzt zum Beispiel von Arbeit hier hingekommen bin, ist es ein bisschen schwierig. Die Kleider sollen nicht eng liegend sein, die sollen locker sein. Und ich würde es vermeiden, mit so einer Hose zu beten. Zum Beispiel in der Moschee ist immer ein Gewand, den ich trage. Und sogar Sheikh Al-Albani hat gesagt, dieses Gebet mit dieser Hose ist fraglich. Ist fraglich. Die Hose muss locker liegend sein, inshallah. Und wie gesagt, die Klamotten müssen so sein, dass die nicht eng liegend sind, dass die Geschlechtsteile nicht so... Und ihr wisst, was ich meine, brauche ich nicht mehr darüber zu reden, inshallah.